Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Saltatio Mortis haben ein neues Video draußen zum Song Vogelfrei, der auf dem Album Finsterwacht drauf ist, das letzte Album von Saltatio Mortis, was ja in der physischen Form nur in der Special Edition rauskam. Leider, sonst hätte ich es mir geholt. Aber die Special Edition mit den Spielezeugs hier für das schwarze Auge kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber man kann es ja auf Spotify hören. Und der Song Vogelfrei schließt sich da so bei den anderen Liedern mit ein. Es ist ein Song, der anders ist als alle anderen, weil da ist irgendwie kein Song wirklich gleich auf dem Album. Also für mich kein Album, was man gut durchhören kann, wenn man die Musik hören will. Aber wenn man die Geschichte hören will, ist es super. Also wenn man auf dieses Storytelling steht, auf verschiedene Einflüsse. Ich brauche halt, wenn ich ein Album höre, es muss durch. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Wir reden jetzt über den Song Vogelfrei. Da gibt es nämlich ein Live-Video zu. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Das hören wir uns an. Ich quatsch drüber. Danach quatschen wir über den Song, über das Video. Ihr kennt das Ganze. Los geht das. Ihr wisst die Regeln. Wenn einer zu Boden geht, helft wieder rauf. Und dann lasst uns einfach komplett durchdrehen, okay? Seid ihr bereit? Es wird der Moshpit erklärt. Denn wir sind vogelfrei! Go! Der Circle Pit, nicht der Moshpit anfangen. Ja, das ist schon geil. Der Sound kommt da sogar noch wuchtiger rüber als bei der CD-Version, zum Beispiel der Album-Version. CD ist es ja nicht in dem Fall bei mir. Da steht einer, war das Luffy? Weiß ich nicht, einer in der Mitte vom Circle Pit. Würde ich das mit einer Sackpfeife tun? Ich weiß ja nicht. Also der Song macht schon Laude. Für den Adel und für den korrupten Rest sind wir noch schlimmer als die schwarze Pest. Wir jagen Pfeffersäcke aus der Stadt und fressen uns an ihre Tafeln satt. Wir sind Gächte, doch vom Volke lieb. In der Schenke singt man unser Heldenlied. Wie findet ihr den Song? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo nicht vergessen. Ab in die Menge rein. Wir sind vogelfrei. Da geht's noch weiter, ich dachte es ist das Ende. Kommt jetzt die Wall of Death? Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Circle Pit wird. Das ist ein Moshpit, das ist kein Circle Pit. Das
cool, definitiv. Sieht nach Spaß aus. Wie lange geht der Sound jetzt noch runter? Bis ich weiß, kommt da noch ein Abspann? Nee, nach Abspann sieht das zeitmäßig jetzt nicht aus. Das war Saltatio Mortis mit Vogelfrei. Ein Song, der auf dem Album tatsächlich nur halb so heftig rüberkommt, weil da ist mehr der Wechselgesang in den Strophen. Wie hier ist es ja irgendwie dann doch ein bisschen wuchtiger, was darüber kommt. Aber ich muss sagen, auf CD ist der Song, ist halt da. Live ist der Song mega. Also ich würde sagen, das macht schon Laune, das macht schon Spaß auf mehr. Und ich muss sagen, ja, bei Saltatio Mortis ist ja auch bei den Konzerten, das ist ein Auf und Ab, das sind ruhige Songs, das sind spaßige Songs, das sind Metal- oder rockige Songs, dann sind das wieder die Balladen dazwischen. Das ist halt das Problem, das muss man mögen. Ich mag das nicht. Ich mag halt, wenn es knallt nach vorne oder wenn es ruhig ist die ganze Zeit. Ich mag es zwar mehr knallt, aber auch wenn es ruhig ist oder wenn es... Ich bin halt so, wenn ich mir eine CD anmache, da ist Metal, wie ich da ist Metal hören. Wenn ich mir eine CD anmache, Neofolk, wie ich Neofolk hören. Wenn ich mir eine CD anmache mit Dudelsackklängen, wie ich Dudelsackklänge hören. Oder ihr wisst, was ich meine. Aber ich vom Stil her sollte es schon alles relativ identisch sein, weil wenn die Songs einen auf und ab sind, das mag ich halt nicht. Aber dafür gibt's ja, dafür sind die Geschmäcker halt zum Glück verschieden und jeder so, wie er will. Saltatio Mortis, die Rockalben, von denen stehe ich total drauf, sind halt rockig, obwohl da ja auch der ein oder andere langsame Song ist, den ich dann einfach skippe. Nur bei der Finsterwacht ist es halt wirklich ein komplettes Auf und Ab an Songs. Die einzelnen Songs, top, kann ich gar nichts gegen sagen. So, die packe ich dann auch in die Playlisten rein für mich, wie sie passen. Aber das Album kann ich mir nicht anhören. Das ist mir, das habe ich einmal versucht und ich habe abgebrochen, weil, nee, meins ist es nicht. Aber dafür, wie gesagt, dafür sind die Geschmäcker zum Glück verschieden. Ich will, wenn ich Geballer hören will, will ich Geballer hören. Wenn ich rockige Songs hören will, will ich rockige Songs hören. Wenn ich Stadionhymnen hören will, will ich Stadionhymnen hören. Das ist aber auch zum Glück jedem so überlassen, dass er es so hören kann, wie er möchte. Vielleicht mögt ihr es genauso, wie es auf dem Album drauf ist. Ich mag andere Sachen lieber. Mein Geschmack. Der Song, aber so wie er da performt worden ist live, geil. Das macht Spaß, das macht Laune und live ist das ja auch noch ein bisschen was anderes als auf CD. Live ist ja auch die Emotion noch eine andere, der wird dazwischen noch ein bisschen gequatscht. Blabliblub, ihr kennt das Ganze. Ja, auf jeden Fall, was haltet ihr vom Song? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.